So, dann setzen wir uns mal an unseren wunderschönen Schreibtisch hier. So, damit herzlich willkommen zurück zu FNAF VR. Und das jetzt auf meiner PS4 Pro tatsächlich. Also das ist das erste Video, was ich auf meiner PlayStation 4 Pro aufnehme. Zwar wird euch der Unterschied zwischen 4K und so in einem Video halt nicht sein, weil meine Capture Card keinen 4K unterstützt. Zudem könnte ich es auf meinem Fernseher nicht sehen, weil mein Fernseher zu alt dafür ist und ja auch keinen 4K unterstützt. Ja, bisschen dumm gelaufen. Ich muss mir erstmal einen Fernseher und eine 4K Capture Card holen, um das auch wirklich videotechnisch oder beziehungsweise halt von meinem Fernseher halt Unterschiede macht. Aber das ist ein anderes Thema. Wir zocken jetzt, wie gesagt, FNAF VR mal wieder. Habe ich mal wieder Bock bekommen. Beim letzten Mal haben wir uns ja, glaube ich, den Challenges des vom Nachtterror gestellt und sind lediglich bei Fredbear gescheitert. Ich habe es ja jetzt offscreen mal geschafft. Allerdings, eigentlich müsste es ja dann hier das letzte freischalten. Allerdings ist er das nicht getan. Also im Prinzip hätte ich es eigentlich nicht geschafft. Also wir müssen es so oder so nochmal machen. Weiß auch nicht, warum das irgendwie nicht geklappt hat. Ich weiß ja nicht, was er da für ein Problem hat. Auf jeden Fall sind wir hier beglückend sogar fertig. Also ist halt eine, wir haben im Prinzip noch die eigentlich noch, aber kann ich nicht. Ich habe es auch im Privates öfter mal probiert. Es geht das irgendwie nicht hin. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss. Auf 3 hätten wir vor uns. Und warte mal. Auf 2 sind wir, glaube ich. Ja, da sind wir bei 8,5. Daran können wir uns immer versuchen. Ich habe schon Bildmaterial gesehen, davon, dass die Wizard Animatronics tatsächlich doch in FNAF VR existieren. Anscheinend in einem der beiden Nächte. Das interessiert mich und deshalb starten wir jetzt damit los. Aber jetzt auch irgendwie Bock auf FNAF 2. Und wenn jetzt die Wizard Animatronics dazukommen, dann kann das ja nur katastrophal werden. Hoffe, dass man auch mal diesmal meine Kamera mitspielt, weil ich musste jetzt hier ordentlich ein bisschen umbauen und so wegen der PS4 Pro. Und ja, ich muss allgemein noch ein bisschen aufräumen, aber so viel Zeit habe ich jetzt leider nicht gehabt. Ja, also müssen wir gucken, ob wir es hier irgendwie hinkriegen. Ja, werde ich. So, dann kommen wir halt am wenigsten alle dran. Also bislang macht die Kamera hier in dem Game macht der Wesen alles mit. Das finde ich ja schon mal gut. Boah, Alter, die Musik ist so gut. Aber ich glaube, die wird nach dem Nacht immer schlimmer. So habe ich das zumindest in FNAF 2 in Erinnerung. Da komme ich weiterhin nicht ran, leider. Oh. Ja. Oh, hi. Ich muss mal kurz Musik. Scheiße. Es kommt alles auf einmal. Kacke, 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 kacke. Sind wir hier? Sind wir hier? Da ist Freddy. Oh nein. Musikbox. Jetzt auf Freddy aufpassen. Wir haben es schon mal erlebt, wie Freddy plötzlich reinkommt. Und einer gekillt hat. Haben wir schon erlebt. So, ist bei dir sonst noch irgendwer Besuch oder so? Dann nicht. Wir müssen es drauf gefasst machen. Ganz schnell die Maske. Ganz schnell. Barney. Barney, Barney. Ist keiner. Gut. Okay, zu. Oder Maske auf, nicht zu. Bin ich knapp ein. So. Foxy. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Dankeschön. Keine Zeit. Licht müssten wir endlos haben, hoffe ich. Ich sehe zumindest hier keinen Strom, den wir für Dings haben, für unsere Taschenlampe. Im Original FNAF 2 hat man Strom gehabt. Eine Batterie aus 4 Balken. Aber ich sehe jetzt zumindest nicht. Ja! Nichts. Disco-mäßig, Alter. Aua, ich schlag mir ja schon gegen die Brille. Meine Fresse. Haben wir noch einiges vor uns. Es gab mal 2 Uhr. Okay, Freddy kommt schon wieder. Und Foxy. Aber oh, Wizard Animatronics nicht. Oh, na gut, Wizard Foxy. Ja, gut. Foxy gilt als Wizard Animatronic. Aber ja, den zähle ich jetzt mal nicht dazu.
Der ist ja schon seit Nacht 2 dabei. Man jetzt. Wer kommt da? Oh, Chica. Oh, Mangel, WTF, du bist ja auch noch da. Hallo. Weg. Schnell. Geh weg, Mangel. Ich hab keine Zeit für euch. Hallo. Scheiße. Alles auf einmal hier. Hi. Okay. Okay, alle weg. Und Freddy auch, tatsächlich. Geil. Den haben wir schnell verscheucht. So wird jetzt sehen. 4 Uhr. Bonnie juckt mich einen Scheiß. Ich sollte mir so ein bisschen die Hände so aufteilen. Dafür habe ich ja 2. War beim PS4-Controller schlimmer. Sagen wir, wir haben 2 Hände und können uns auf mehr konzentrieren. Und auch damit mit der rechten dann halt, mit der linken dann halt hier auch die Maske nehmen. Damit das schneller geht. Muss hier im FNAF 2 sehr schnell funktionieren. Und das Originale war. Sehr darauf angespielt, dass man sehr schnell reagiert. Sehr schnell. Das war nicht umsonst so. Aber das Gameplay und die vielen Animatronics haben mich einfach. Angetan. Das hat mir echt Spaß gemacht. Also wie gesagt, FNAF 2 gehört nicht umsonst zu meinem Lieblings-FNAF-Teil. Sie sei mit FNAF 4. Das sind meine Favoriten. Die sind geil. Ja, Chica. Die Augen. Das ist so ein Wahnsinn. Fred! Boah, so knapp. Wenn er die manchmal nicht grabben will. Obwohl jetzt hier die Probleme eigentlich noch gehen. Bei der. Es kann sein, dass es an der PS4 Pro liegt, aber weil da, als ich davor noch gespielt habe, bei der PS4. Bei der normalen PS4 war das irgendwie noch schlimmer. Wie gesagt, kann sein, dass es an der. Scheiße. Kann sein, dass es an der PS4 Pro liegt. Beziehungsweise an der Kamera. Ich spiele das jetzt mit der anderen Kamera, mit der neueren. Weil die PS4 Pro diese alte Kamera nicht mehr nimmt. Ich weiß, die ist. Ich habe gesagt, die ist viel geiler. Ist sie auch von der Halterung her. Aber wie gesagt, ich habe es mit der. Anderen Kamera versucht anzuschließen, habe ich getan, aber irgendwie kam da kein Bild. Also anscheinend unterstützt er die alte nicht mehr. Man muss jetzt anscheinend mit der PS4 Pro die neue Kamera nehmen. Wofür ich aber wie gesagt kein Fan bin, weil die Halterung extrem für den Arsch ist. Wie oft haben wir jetzt eigentlich schon diesen beschissenen Kuchen bekommen? Essen kann ich den Scheiß auch nicht irgendwie. Ich weiß auch nicht. Mach den Kack weg. So. Oder was ausscreen, wo ich die ganze Zeit eben bekommen habe? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Aber wenn es dann war, wenn es offscreen war, da habe ich halt des Öfteren den offscreen bekommen, wenn ich mal gespielt habe. Und essen kann man das auch nicht mehr. Das ist ja ein Achievement, dass man die Dinger isst. Aber ja. Aber stimmt, was mir gerade so einfällt. Wizard. Ah, ich glaube, da haben wir doch unsere Wizard Animatronics. Das wird jetzt interessant. Allerdings ist mir aufgefallen. Ach nee, es war bei Nummer 8. Komm, nee, dann machen wir erstmal Wizard. Ja, nämlich, ich habe nämlich beim Wizard, als ich hier. Nee, Nightmare Fredbear, das Spielchen da. The fuck? Was? Es gibt einen Schwierigkeitsgrad. Easy, Normal und Danger. The fuck, was kommt denn jetzt? Warte mal, zeig mal her. Tasten drücken. Maske aufsetzen. Und bis 6 überleben. Hä? Aber das ist jetzt neu, dass man jetzt einen Schwierigkeitsgrad machen kann. Wollen wir auf Normal gehen? Ich werfe mal auf Easy. Ich weiß es nicht. Kommt jetzt irgendwas anderes auf mich zu mit dem Wizard Animatronics oder was ist da? Ich will es erstmal angucken. Sonst gehen wir beim zweiten Versuch mal auf Normal. Aber ich will erstmal sehen, was mich hier eigentlich erwartet. Nicht, dass mir jetzt hier irgendwas anderes erwartet. Kommt jetzt so die Wizard Animatronics auf mich zu, oder was ist hier los? Ja, was ist das hier für eine Atmosphäre, Alter? Huch! Na, wo seid ihr? Was? So wie... Keiner darf rein oder raus, weißt du, das besondere ehemalige Angestellte? Hä, zur Hölle? Hallo?
Da ist nur Text irgendwie, der labert keiner. Puppet ist aber immer noch da. Ei, die Scheiße. Alter. Diese Atmosphäre macht mich gerade fertig. Lass mal einen Drink trinken und die mit Müll bewerfen. Na komm. Okay, irgendwer hat sich hier. Irgendwer ist hier am Start. Bonnie? Was ist Bonnie? Hm? Oh. Okay, Belumba existiert auch. Verdammt. Oder sind sie doch alle am Start? Ich weiß es nicht. Oh, ich habe irgendwie gerade irgendwie so gar keinen Bock auf die Wizard Animatronics, Alter. Die waren ja schon in der Original FNAF 2 abfuckend, weil die so übelst gruselig aussahen. Erst recht dieser Bonnie, Alter, ohne Scheiß. Dieser maskenlose Bonnie. Oder das halbe Gesicht fehlt, oder so, fast das Ganze. Oder Zombie-Bonnie, so kann man auch nennen. Okay, Foxy. Danke fürs Gehen. Und fürs Vorbeischauen. Aber ich habe eigentlich jemand anders erwartet. Gehörst du auch so in den Wizard Animatronics? Ist ja auf dem T-Shirt noch, aber ja. Ich erwarte eigentlich anderen Besuch heute. Okay. Auch nicht deinen Besuch, Balloonboy. Du bist auch nicht erwünscht. Kommt aber kein Schwein. War es doch nicht so eine gute Idee, auf Easy zu gehen? Aber hier kommt irgendwie keiner. Oh, Toy-Bonnie, ja, wow, hi. Hallöchen. Jetzt sehe ich auch viel besser, warte mal. Jetzt sehe ich mit der Maske besser, lol. Wegen der Atmosphäre jetzt hier. Wegen der neuen. Oh, Wizard Freddy, ach du Scheiße, da kommt er. Der ist es genauso wie der normale Freddy, wie der Toy-Freddy. Da steht das die ganze Zeit da vorne rum. Oder warte mal, kommt der... Nee, der... Ja, siehst du, der steht jetzt genauso davor wie der Toy Freddy. Bloß, dass er gefährlicher ist, glaube ich. Der kommt schneller rein. Deshalb... Obacht. Okay, Foxy? Besonders aufpassen. Ganz besonders aufpassen. Oh, Chica. Nee, das ist, ich kann... Doch, kann ich! Ich kann mit Maske leuchten! Wow, cool! Ich weiß gar nicht, was es geht. Haben die leuchtende Augen, die Wizard Animatronics? Oder müsste man einfach auf leuchtende Augen kommen, die reinkommen? Ah! Toi, Chica! Wizard Animatronics! Ah! What the fuck? Achso, oh mein Gott, stimmt! Man sieht sie ja gar nicht hier! An den Seiten! Oh, nee, ey! Die kommen einfach random rein. Jetzt fällt mir das auch alles wieder ein. Scheißen Dreck. Das heißt, Bonnie kann jetzt auch hier random einfach hinkommen. Scheiße. That's not so good. Der zappelt. Seht ihr das die ganze Zeit wieder da rumzuckt? Ah, weg. Haben wir mit dem Licht verscheucht. Geil. Boah, wir müssen jetzt besonders aufpassen. Immer wenn irgendwas dergleichen hier vor mir steht, sofort Maske aufsetzen. Heilige Scheiße. Foxy, Foxy, Foxy. Okay, Toy Freddy. Hallo. So. Bin du bei? Hi. Wiedersehen. Okay. 5 Uhr. Kurbel auf. Scheiße. Bei dem können wir auf jeden Fall die leuchtenden Augen sehen, also... Wir müssen halt auf die Leuchte... Moment! Das war Wizard Freddy in... Toy Freddy drin verbuggt. Lol. Seht das schon wieder? Lol. Aber wir haben's. Ja, war auch easy. War auch easy. Aber ich muss halt erstmal mich hier gucken, was hier überhaupt nicht erwartet. Das Thumbnail hat mir und dieser Name hat mir jetzt irgendwie...
das Gefühl geben, dass es irgendwas Neues auf mich zukommt, irgendwie mit dem Wizard Animatronics, aber anscheinend nicht. Wieso kommen wir die ganze Zeit den Kuchen? Na, ich glaube, ich habe offscreen ein Achievement bekommen, dass der Price Counter voll ist. Also anscheinend haben wir alles schon freigeschaltet, außer das Zeug, was für die, was man mit den Münzen erhalten kann. Anscheinend haben wir schon alles. Aber egal. So, du stehst immer noch da. Was wollte ich überhaupt nochmal? Ja, habe ich überhaupt erwähnt, dass ich bei Fredbear hier eine... Ich glaube, da wurde ich unterbrochen, ne? Hä? Hä? Was mache ich denn jetzt im Price Counter? Price Corner. Wollte ich nicht hin. Und der hat sich verpisst. Alles klar, der kümmert mal für mich. Gut. Ich wollte eigentlich in einen anderen Modus. Danke. Bei Wizard Fredbear, ich weiß jetzt nicht, ob ich es gesagt habe, aber da habe ich ein Tape gesehen. Hab's aber extra für euch nicht eingesammelt. Und da wir es eh nochmal machen müssen, würde ich sagen, wie weit geht das Video? 16 Minuten, ja. Machen wir das mal. Ich habe es nämlich teilweise hoffentlich verstanden. Es ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder so. Also, das, wenn es irgendwie leuchten oder so eine Taschenlampe nicht funktioniert. Ich sag, entweder kriegen wir es hin oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es aber, ich brauche mich darüber nicht aufregen. Es liegt nicht an mir. Es liegt nicht an mir. Es liegt irgendwie an dem Spiel. Ich weiß es auch nicht. Wir müssen einfach nur Glück haben, dass alles so... Nein, raus hier. Ich will zur Tür. Wir müssen einfach nur hoffen, dass alles klappt. Ich glaube, der ist rechts. Ja. So, jetzt geht... Ja, jetzt funktioniert's, oder was? Das ist jetzt kurz wieder aus. Und auch nicht in die Gänge reinleuchten, das wissen wir auch inzwischen. In die Gänge reinleuchten ist nicht gut. Hören? Kommt der wieder, oder? Warte mal, da ist im Übrigen das Tape. Okay, kommt erstmal wieder rein. Erstmal wärmen wir mal kurz ab. So. Bis jetzt geht's irgendwie. Komisch. Wie gesagt, kann alles natürlich an der... Okay, ist weg. Kann natürlich alles an der Kamera liegen. Die bessere. So, hier unten ist das Tape. Hier. Genau. So, jetzt wieder zurück. Oh, nee, ist alles richtig. Alles richtig gemacht. Okay. So. Okay, warte. Ne. Da. Hallo. Dahin. Und... Zu. Okay, raus. Münzen habe ich ja leider noch keine gefunden, also nur jetzt das Tape. Oh Scheiße, rechts. Ja, rechts. Zu. Okay, gegangen. Okay. Rechts. Rechts. Grab zu. Okay, tschüss. Ich will was? 4 Uhr. Läuft ja echt gut. Erstaunlicherweise. Hm? Ah, okay. Hi. Tschüss. Wisst ihr jetzt, manchmal ist es irgendwie so ein Bug oder so? Dass dann plötzlich das Licht ausgeht oder so, dass ich hier nichts mehr sehe. Okay. Also hier ist sowas, bloß dass es die ganze Zeit dann ist irgendwie. Und dass ich dann sterbe. Weiß nicht, ob das ein Bug ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint es jetzt zu funktionieren. 5 Uhr. Okay. Okay, wieder drinne. Oder auch nicht. Okay, wo auch immer er war, wir haben es geschafft. Haben das Tape eingesammelt, also eigentlich müsste sich jetzt links bewegt haben. Glitchtrap. Und hoffentlich jetzt auch eigentlich dieses eine Spiel freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob das. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Ja, wir kriegen jetzt die ganze Zeit noch den neuen Kuchen. Ja, Dankeschön dafür. Brauche ich auch nicht.
So, Glitchtrap, wie geht's denn dir eigentlich? Wie weit bist du jetzt vorne? Oder wie nah bist du jetzt hinter mir? It seems that you may have inadvertently accessed an unauthorized portion of the game. Please be aware that interacting with unofficial game code can be harmful to you and potentially damaging to our reputation. Was? Okay, also auf jeden Fall ist jetzt der Typ jetzt auf uns aufmerksam geworden, dass wir den Scheiß einsammeln. Aber Glitchtrap scheint es nicht zu jucken. What the fuck? Und warum habe ich denn den ganzen Scheiß jetzt eingesammelt? Ich dachte, der müsste jetzt hinter mir stehen oder so. Oder passiert. Oder habe ich alle? Habe ich alle eingesammelt? Habe ich alle Tapes? Nee, das kann doch nicht sein. Also wie gesagt, auf jeden Fall scheint jetzt der Formgeist jetzt darauf, oder wie man ihn jetzt nennen will, darauf aufmerksam geworden. Ich weiß es nicht. Warte mal, ich werde es erstmal gucken. Hat es jetzt was gebracht? Haben wir jetzt so einen komischen Modus hier bekommen? Haben wir nicht. Was soll denn das? Warum kann ich das hier nicht spielen? Ups. Versteht's nicht. Räume, nee, noch drei. Das haben wir im Prinzip eigentlich durch. Im Prinzip her. Ich weiß ja nicht. Warte mal. Lass mal resetten. Ist der jetzt wirklich der gekommen oder ist der jetzt weg? Ich weiß es nicht. Sieht mir noch normal aus. Stand er nicht da schon vorher? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, der müsste irgendwie sich näher bewegen. Ich weiß aber nicht wie. 12 Münzen haben wir im Übrigen. Ich weiß nicht, ob das seit dem letzten Video auch schon war. Auf jeden Fall ist es so. Haben schon fast die Hälfte. Aber wir haben auch noch nicht alles vom Spiel gesehen. Also, warte mal, haben wir... Ne, FNAF 3 müssen wir noch nach 4 machen, ne? Ja, dann machen wir das. Habt ihr eigentlich null Bock auf Springtrap? Aber, naja, müssen wir leider durch. So, ja. Einfach Knopf drücken und bis 6 überleben. Klingt einfach, ist es aber nicht. Okay, hi. Bleib mal gucken hier, so. Mach einfach den Trick, den ich wieder immer in FNAF 3 mache. So, den da versuchen hinzulocken. Also den hier, hier hin. Und sonst aufpassen wegen irgendwelchen anderen Viechern. So, Moment, ist er schon. Wo ist er? Oh, Scheiße, dazu. Mach doch zu! Mach zu! Okay, ist zu, ist zu. Videofehler. Oh, weißt. Hä? Kamerasystem. Ich resette das einfach mal, weil es ist ja auch ein Video. Ah, Fehler. Was soll? Nein, nicht das ganze System neu starten. Irgendwie stehen bei mir die Error-Nachrichten gar nicht da. Guckt euch mal das an. Hier steht nichts. Das ist nicht normal, ne? Wo ist Springtrap? Okay, nein! Balloonboy. Ich versuche mal hier hin zu locken. Irgendwie. Irgendwas muss ich machen. Freddy. Freddy, Freddy. Ich hab ihn nicht angeguckt. Ups. What the fuck? Wo ist er denn? Mangle. Oh nein, oh nein. Zu. Schnell, 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 schnell. Schnell, mach zu! Mach zu, 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 mach zu. Der ist durchgekommen, oder? Ist er durchgekommen? Oder habe ich ihn aufgehalten? Nein, der ist... okay, ich habe ihn aufgehalten. Ich habe ihn aufgehalten. Dahin, bitte. Alter. Oh nein, scheiße, jetzt habe ich was... Oh mein Gott, nein. Belüftung, ist das dein fucking Ernst? Schnell, schnell.
So, reparieren. Schnell. Wo ist er? Da ist er. Okay. Er geht eigentlich in meine, der Richtung, die ich ihn haben will. Dahin. Ah! Was war das denn jetzt so? Warte mal, warte mal, warte mal. Kamera. Nee, ich muss erstmal das. Danach Kamerasystem. Alter, diese Überforderung, ey. Ich hasse das. Foxy, ich sehe dich. Brauchst du nicht verstecken da. So, Video. Dings reparieren. Okay. Dahin bitte. Wenn ich bitten darf. Okay, Foxy ist immer noch da. Wo ist er denn? Nein, der Balloon Boy. Oh, Scheiße, der ist da vorne. Geh mal bitte zurück da. Geh dahin. Dahin. Da ist dein Platz. Hä? Da. Hi. Hörst du schwer? Hast Tomaten in den Ohren oder so? Da lang. Oh, fast Foxy angeguckt, Alter. Alter, eine Fresse. So, ist er jetzt da? Ja, er ist da. Dankeschön, für den Jumpscare habe ich gebraucht. Alter, ich will mal da unten auf alles neu starten klicken. Wo ist er denn? Ich will nicht Foxy angucken. Fuck you. Deswegen dieses Spiel zwingen wir dich dazu, Foxy anzugucken. Mann, halt dein Maul. Kamerasystem, okay, so. Man kann sich Foxy auch mal verpissen. Geh. Dahin. Bitte. Bitte darum. 4 Uhr. Foxy, Alter, der geht nicht. Der haut nicht ab. Okay, der ist dahin. Ich habe ihn wieder zurückgelockt, Alter. Was habe ich für ein Glück, Alter. Alter, verpiss dich doch mal. Was ist das? Das war doch in FNAF 3 doch nicht so schlimm. Das Foxy einfach nicht. Das Foxy einfach nicht abhaut. Das ist doch Betrug. Okay, der ist da. Balloon Boy. Okay, Balloon Boy ist weg. Hello. Okay. Er geht nicht. Er geht nicht. Warte, ich muss erstmal wieder Platz nehmen. Mayday, danke. Freddy. So. Oh, Videofehler. Leck mich doch am Arsch. So. Kamera. Wo bist du? Okay, Balloon Boy. Dahin bitte. Wenn du nicht schon irgendwo hier bist. Nö. Ich kann aber auch nicht da noch ganz. Ja, wow, jetzt hat sich Foxy auch mal verpisst, ey. Was ist das für ein Alter? Hat da ewig gedauert. Okay, der ist hier vorne. Okay, dann gehen wir dahin. Audiofehler. Jetzt kann ich wenigstens auch mal wieder hier nach links gucken, ey. Sein Piss, Foxy, Alter. Okay, wir haben's, ey. Oh, Alter. Aber man kann sagen, das ist nach 4. Das geht eigentlich noch. Nur nach 5 hat eigentlich ganz ziemlich krass angepisst. Also. Der richtig krasse Shit wartet noch auf uns. Ich glaube, wir kriegen nur die Torte, also. Das ist egal. Irgendwie kriegen wir auch wirklich andauernd nur die Torte. Nicht irgendwie mal was anderes? Nö, wir kriegen nur die Torte. Weil man halt schon alles hat. So, du bist weg. So, jetzt müssen wir hier auch was haben. Komm. Genau, jetzt haben wir da Nacht 5. Alter. Ich habe irgendwelche Schritte gehört, aber anscheinend war das nichts. Also FNAF 1 war fertig. Da sind wir jetzt. Stimmt, wir müssen ja nur die verschiedenen Schwierigkeiten durchmachen. So, da sind wir jetzt. Und die Räume, da müssen wir das noch fertig kriegen, aber mal schauen, ob wir es fertig kriegen. Und hier will er irgendwie nicht. Das weiß ich auch nicht, wie ich das freischalten soll. Das hat gesagt, warum ist das davor nicht geklappt? Aber gut, dann machen wir jetzt so. FNAF 3, Nacht 5. Auch wenn ich, wie gesagt, überhaupt keinen Bock drauf habe. Ja, wir müssen durch. Wir müssen da durch. Los geht's. Gerade funktioniert aber auch alles mit der Kamera. Also gerade habe ich echt gar keine Probleme. Hat's vielleicht tatsächlich doch was gemacht, die Kamera. Tatsächlich. Alter, es brennt hier! Junge! Bruder, es brennt hier! Warum brennt es hier? Und die Gitter zappeln. Uah, Foxy! Überrasch mich doch nicht so, kleiner Bastard! Alter! Wo sind wir denn hier? Oh, Springtrap, ist das dein fucking Ernst? Den fucking Ernst, der ist jetzt schon hier? Was aber warum?
Okay, also, oh mein Gott. Ja. Alter, was? WTF, Alter, wir haben so die Arschkarte, ey, was? Wir können ihn nicht weglocken. Das ist im Arsch. Wir können ihn nicht weglocken. Ach, und der belüfte Fehler habe ich auch noch, oder was? Ja, Foxy und Springtrap. Komm ran hier. Dankeschön. Ja, jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. Das wird mich wieder ein paar Stunden meines Lebens kosten, dieser Scheiß. Ach Mensch, sonst genug. Dankeschön. Das habe ich jetzt gebraucht. Das ist aber auch. Ich hätte es auch wieder aus dem Menü gedrückt, ey. Ich voll Idiot. Aber nee, ich habe auch gerade irgendwie gar keinen Bock auf Springtrap. Nö, danke. Was könnten wir denn sonst noch machen eigentlich? Was gibt's sonst noch für Optionen? Bitte. Ich will was anderes machen. Bloß nicht das. Eigentlich nicht viel, oder? Wir können uns entweder nach Tapes oder Münzen umschauen. Flash Baby spielen. Und das war's. Wir haben eigentlich nur umschauen, obwohl ich auch mit Sicherheit von euch keiner Bock hat. Und den Scheiß. Okay. Wenigstens leiden wir zusammen. Ah, ey, ich hasse diesen Piss, ey. Ja, drücke, halte die Move-Taste, bla bla bla. Überlebe bis 6 Uhr. Ja, das kann nicht klappen, weil ich kein System dahinter erkenne. Weil die Scheiß. Ja, Dings hier. Eine Akkuleiste hat. Das funktioniert so nicht. Ich muss blinken, um mir was zu sehen. Ansonsten geht mir der Strom zu sehr leer. Wo ist hier wer? Noch irgendwer? Ah, da oben. Hab ich irgendwo hingesehen. Wo denn? Ich sehe nichts. Da. Ihr Pisser. Da. Komm noch. Gut. Da. Wir müssen aufladen lassen. So. Kann hier irgendwo hier sein oder so? Ich hasse diesen Bullshit, Alter. Verpiss dich. Nein. Drei Uhr gerade mal, Alter. Piss dich. Müssen wir aufladen. Da. Da. Zur Hölle, was geht denn jetzt ab? Aber es ist 3 Uhr, man kann sich noch nicht freuen. Da. Da. Alter. Kommen Sie. Okay, da. Plan. Das war ganz toll. Ah. Ah! Woher? Woher? Ah, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Mann, Scott, warum musstest du so ein Drecksminispiel machen? Und warum drück ich Menü? Ich mach das doch gar nicht. Ach, dieses Piss-Game, Alter. Doch beschissen, ey. Was sagst du eigentlich dazu, ey? Eine Plush Baby hätte echt ausschmeißen können, Scott, ey. Das geht nicht. Das kann man doch nicht spielen. Das ist ja nicht mehr gruselig. Das ist einfach brutal nervig. Mein Gott, ey.
im Prinzip gibt's eigentlich außer diesen Scheiß hier um mich umschauen, den Scheiß meine ich, eigentlich kein Content mehr, den ich machen kann. Weil ihr seht ja, es ist nur das hier. Da lässt sich das andere Ding nicht freischalten. Und nach 3, die Nacht 5, da habe ich keinen Bock. Nee, da könnt ihr mich nicht dazu zwingen. Dieses Showtime bringt irgendwie nichts mehr. Titel bringt mich zum Titelbildschirm. Ja, Tombola haben wir schon. Ne, nicht Tom. Ach. Tombola. Hier. Da haben wir schon alles freigeschaltet, also da gibt's auch nichts mehr außer diese Dinger hier. Warte mal, wir können doch. Warte mal. Sieht doch, dass wir alle alles essen können. Dass es ein Achievement gibt dafür, dass man alles isst. Gucken kann man ja. Auch essen. Anscheinend nicht die Plushies. Gut. Dann kommt der weg. Aber die Actionfiguren muss man essen können. Warum auch immer. Ja, hat er gegessen. Okay. Dann probieren wir jetzt einfach mal alles durch und versuchen jetzt noch ein Achievement zu kriegen. Huch! Huch! Jetzt bin ich gestorben! Wow! Aber was soll ich so machen? Neustart! Lande ich jetzt in Homebrew oder was? Wo soll ich denn jetzt neu starten? Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Hä? Was zum. Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Was zum Fick? Wie bin ich hier reingekommen? Ich will das nicht spielen. Das klappt eh nicht. Was ist das für ein Kack? Respawnen. Ja, aber eine Minigame, was ich nicht will. Toll, danke Spiel. Vielen lieben Dank. Sterbe ich mal an einem anderen Grund und dann schleppt er mich in diesem Scheiß hier ab. Vielen Dank. Wo? Oh. Ja, wo denn? Ich seh nichts. Ich seh niemanden. Da. Ach, das musste doch nicht existieren, ey, Scott, ey, ohne Scheiß. Wildes Rumgeblinke, das wir auch sparen können. Macht ja alles hier ganz Spaß und so, also ich liebe das Game, ohne Scheiß, aber wenn es dann zu so einem Kack hier kommt und alles Rumgeblinke, das hättest du sparen können. Ohne Scheiß. Aber anders geht das nicht, denn du siehst ja, sonst ist der Akkuverbrauch der Taschenlampe zu groß. Ja, ganz lustig seid ihr. Klein Pisser. Also, wo Circus Baby eigentlich gar nicht böse ist. Da ist er nur Ennard dahinter. Ist zumindest meine Meinung. Dass da hinter allem Ennard steckt. Baby kann auch gar nichts dafür. Und mir läuft die Nase, ey. Ich hasse es. Aber es tut schon die ganze Zeit. Scheiß Schnupfen, ey. Ja! Nicht mit mir. Nein! Wo ist der letzte Pisser? Da. Ja!
Alter. Danke für dieses wunderschöne Geschenk, wo eh nur Scheiße drin ist, ey. Oh, eine Torte, ey, Alter. Ja, danke. Das ist schön, so. Alter, es kann doch weitergehen, Freunde. Es kann doch weitergehen. Aber wer weiß, wie lange. Wer weiß, wie lange. Was erwartet uns denn jetzt denn bitte? Was? Oh mein Gott, Funtime Foxy, Alter. Was soll das denn jetzt werden? Soll ich jetzt hier blinken und Funtime Foxy verscheuchen oder was? Nee. Was? Bewegen! Drücken Sie die Move-Taste? Was zum Was ist das denn jetzt so? Blitzleuchte, drücken Sie die T-Taste, um zu benutzen. Blitzleuchte. Oh, das ist auf Sister Location, ne? Ihr habt das auf Sister Location in dem, Funtime, wie hieß das? Funtime Auditorium. Da muss man auch in dem Raum hier so sein und jedes Mal sein Licht blinken und jedes Mal geradeaus laufen und jedes Mal halt blinken und Funtime Foxy verscheuchen mit dem Blinken. Also gucken, dass du nicht gegen Funtime Foxy gegenläufst. Und beziehungsweise, was labe ich eigentlich? Jeder, der Sister Location gespielt hat oder mein Let's Play geschaut hat oder von anderen das geschaut hat, der weiß eh, was ich meine. Aber wie soll das denn jetzt gemeint sein? Durchquere den Raum. Ja, also es ist wirklich... Sind wir wirklich im Funtime Auditorium? Das will ich jetzt mal gucken. Wo sind wir denn jetzt? Also wir sollen auf jeden Fall den Raum entkommen und Funtime Foxy entkommen. Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate Also Sister Location, tatsächlich. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings, and to ensure you don't bump into anything. Sister Location, 1:1 kopiert. However, use it as sparingly as possible. Soll es nach vorne bewegen, dann zum Exit kommen. Proceed to reach the parts and service room. Und es irgendwie noch vorne bewegen. Und wie geht das? Kann man sich denn nach vorne bewegen? Junge, wie kann man sich nach vorne... Karate oder was? Soll ich hier von dem Foxy mit Karate zerschlagen oder was? Was ist so geil? Wie kann ich mich denn nach vorne bewegen? Oh! Ich muss erst mal gucken, wie ich mich fortbewege. Sorry, Funtime Foxy. Tut mir leid. Okay. Kann man die auch essen? Nö, kann man nicht. Dann kannst du weg. Bam. Weggepfeffert. So. Haben wir ja auch unseren brutalen Erschrecker gehabt. Perfekt. Haben wir das für heute Folge abgehakt. Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark. As to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Beweg mich nicht nach vorne, ohne Scheiß. Was soll ich denn machen? Beweg mich nicht nach vorne! Fuck. Bewege ich mich nach vorne? Da lang. Da. Ihr seht ja, ich bewege mich nicht vom Fleck. Oh, doch. Ich höre auch nichts, ich höre auch nichts. In Sister Location gab es dann so ein paar Geräusche hin und wieder mal, aber ich höre auch nichts. Weiß nicht, woran ich mich diesmal orientieren soll. Keine Ahnung. Und bewegen tue ich mich auch. Funtime Foxy is Ach, ich muss dahin. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided ja, with so a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible.
Proceed forward to reach the parts. Und bewegt er sich manchmal nicht? Weiß es nicht. Ich höre nichts. Ja, ist ja sehr schön hier, aber... Ja, soll ich jetzt hier lang gehen, oder was? Oh. Oh, ja. Okay, also hier lang. Okay, hi. Ah, ach so, also ich muss mich hier so hier da hingucken, wie ich hinlaufen will. Ich muss ein bisschen noch da. Ja, wo soll ich denn hin? Er steht doch genau da. Was soll ich denn machen? Soll ich hier rein? Ja, wie soll ich denn zum Exit kommen, wenn er genau da steht? Ich bewege mich auch wie eine lahme Ente. Ja, hi von deinem Foxy. Ja, schön. Der stellt sich immer genau vorm Exit, ey. Was soll ich denn... Ja, danach da. Ich eier hier nur durch die Gegend. Ich sag's euch, ich eier hier nur durch die Gegend und ja, dann jumpscare er mich hin und wieder mal. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was daran so lustig sein soll. Einfach hier durch die Gegend laufen, hier Cupcake wegschmeißen. Und das bringt vielleicht manchmal was. Hin und wieder mal. Eventuell. Funtime Foxy is motion. Funtime Foxy ist bewegungsaktiviert. Ja, das hätte ich auch noch nicht gedacht. Ne? As to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Ja, Mann, bist du lustig. Kann er zum Private Room gehen oder so? Vielleicht bringt das ja was. Oh, da hinten ist ein Tape. Laufen wir da mal rein. Ja, nicht da! Da lang! Da rennst du wieder an Phantom Foxy rennen und wirst wieder gejumpscared. Ich will zum Tapen. Verpiss dich mal, Phantom Foxy. Lass mich mal kurz in Ruhe. Das musst du mir mal gönnen. Halt nicht! Das war das auch null gruselig, Alter. So ein Piss aber auch. Ich weiß es nicht. Funtime Foxy, ja, Funtime Foxy is so, rennen wir mal dahin. For this reason, it's important to keep the room dark. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. Ich laufe mal da lang. Use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Ich lauf da lang. Er läuft da lang. Ich laufe jetzt zurück, Alter. Er läuft schon wieder noch da. Schon wieder läuft er noch da. Du läufst da lang. Ich krieg das nicht hin. Ich will das nicht. Ich will mir das nicht antun weiter. Es geht nicht. Und ich habe mich bei dem Plush Baby beschwert. Ja, Phantom Foxy ist noch schlimmer. Was habe ich gesagt? Wer weiß, wie lange das Let's Play noch weitergeht? Wenn wir es weiter schaffen, dann wer weiß, wie lange es noch weitergeht. Anscheinend ist es jetzt vorbei. Mein Phantom Foxy machen mich fertig. Und ich dachte, dieser Plush Baby wäre schlimm. Ja. Das war und eher ein. Okay. Bin hier hinten. Ich stehe auf dem Tisch. Ja, hi, guck mal, hi. Ich bin hier drüben. Ich sitze nicht da. Ich bin mal kurz fliegen gegangen, ne? Lustig. Wie soll ich denn da jetzt rankommen? Das ist ja auch nicht schlecht. Kommt doch kein Schwein ran. Was ist denn jetzt hier? Warte mal. Wie ging das? Mit Options. Wo ist das hier? Da, Start.
Dankeschön, jetzt sitze ich wieder hier vorne. Lol, das war auch mal ein geiler Start. Aber es ist. Da. Von dem Foxy halt. Für den Arsch. Na, das haben wir eigentlich nicht mehr. Sitze. Fertig. Wir haben es eigentlich nur von dem Foxy. Den Scheiß hier. Und Tapes und sowas alles, damit der Pisser sich immer sich mal uns annähert. Und ein paar Münzen, 18 Stück. Ja. Sonst gibt es ja eigentlich nicht mehr so nicht viel Gameplay, was mich eigentlich dazu bringt, so langsam, ja, entweder mal offscreen einfach weiter mehr zu spielen, damit ich suchen kann nach Münzen, damit wir mal vielleicht etwas anderes erreichen können hier. Oder Phantom Foxy zu üben, privat. Ist beides übel, wie gesagt. Aber sonst gibt es leider keinen Content, den ich mehr so im Video jetzt hinkriege. Sonst ist das Spiel, haben wir das Großteil des Spiels eigentlich durch. Im Prinzip, wie gesagt. Haben zwar noch ein bisschen was vor uns, aber ja, siehst du ja, das braucht Übung. Und ja, sonst kann ich eigentlich nichts dazu anderes sagen. Aber sonst, das, was wir bisher gesehen haben, war es ganz geil. Beziehungsweise war mega geil. Also, habe alles, fast alles gefeiert des Todes. War erst recht die ganzen vorigen Teile hier waren Nostalgie pur in VR. Super, also spiele ich jetzt öfter noch mal privat gerne mal. Na gut, FNAF 3 jetzt nicht. Also FNAF 1, FNAF 2. Wow, das ist echt in VR echt ein tolles Erlebnis. Muss man mal gespielt haben. Aber ja, sonst würde ich sagen, wenn das Video gefallen hat, lasst einen Like da, wenn ihr es mal. Und ja, ich bin fürs Erste fertig mit dem Game. Zumindest, bis ich mal irgendwie eine Möglichkeit finde, hier irgendwas dran zu reißen. Also, ja, bis zum nächsten. Und ciao.